Burke, wir haben den Kontakt zur Kolonie auf LV-426 verloren. Erkunden Sie mit Gorman und seiner Mannschaft die Situation. Niemand darf herausfinden, dass die Gesellschaft die Kolonisten vorsätzlich infizierte, um die Aliens an den ICC-Quarantänevorschriften vorbeizuschmuggeln. Jawohl, Sir. Es ist wichtig, dass Ripley Ihnen vertraut, da sie am meisten über den Xenomorph Bescheid weiß. Sie könnte uns sehr behilflich werden. Verstanden. Die von Ihnen gesandte Biowaffendivision hat seit einiger Zeit keine Meldung mehr erstattet. Natürlich wollen wir vermeiden, dass mit Ihnen das Gleiche passiert. Hudson, kümmere dich um den Code. Viel Glück, Ripley. Ich zapfe den Computer an. Sicherheitscodes, wir sind drinnen. Ein Cool, Leute. Okay, also dieser Start war ziemlich merkwürdig. Und willkommen zu Alien Trilogy. Ich muss hier ein bisschen leiser machen. Schwierigkeitsgrad, kalter Terror, Alien Mania, Säurebad. Und das heißt, Säurebad ist jetzt Schwierigkeitsstufe einfach oder schwer? Ich denke mal, Alien Mania ist das Schwerste. Aber ich bleib bei kalter Terror. Ja, also hier sehen ist L2. Was? Achso, seitlich. Meinen Sie mit Seitenschritt? Dann machen die doch einfach Schritt links und Schritt rechts. Oder einfach hier Schritt und dann L halt. Okay, L2 ist sehen. Rennen ist R2. Dreck ist Waffe 1. Also Primär- und Sekundärwaffe. Aktion. Waffe 1. Und wie komme ich jetzt zurück? Achso. Gut. Zum Spiel, ich kann jetzt nicht dazu sagen, denn ich musste mich gerade ein bisschen beeilen. Aber eigentlich hatte ich ein anderes Spiel aufgenommen, aber alles mit dem Schnittprogramm und so funktioniert nicht. Ich habe ja eigentlich ein Primärschnittprogramm, aber irgendwie sorgt es dafür, dass es die Grafik so scheiße aussieht. Ich habe jetzt versucht, ein anderes zu verwenden, aber alles müsste nicht irgendwie funktionieren, wie ich das möchte. Deswegen nehme ich jetzt ganz schnell ein anderes Spiel auf, und zwar Alien Trilogy. Eigentlich war es nicht geplant. Deswegen habe ich mich jetzt nicht informiert, wann Release-Datum war, von wem es entwickelt wurde, also allgemein, auf welche Plattform und so weiter. Deswegen werde ich das, wenn ich das nicht vergesse, ein andermal sagen. Denn ich bin jetzt sowas von gereizt. So, dann starte ich jetzt mal das Spiel. Übrigens, ich habe das auch noch nie gespielt, dieses Spiel. Ich weiß, es ist ein Shooter-Spiel, aber ansonsten habe ich es noch nie gespielt. Mission soll. Sie sind damit beauftragt, den Eingang für die Marinesgruppe frei zu machen. Machen, wollte ich sagen. Indem sie jegliche Kisten und Fässer aus dem Weg räumen und eventuell auftauchende Aliens vernichten. Beachten Sie, dass Ihre 9mm Geschoss auf die Fässer keinen Einfluss haben werden, aus Sicherheitsgründen. Okay. Wir raten Ihnen, andere Alternativen zu finden. Ich find's gut, dass man hier es selber entscheiden kann, ob man überspringen möchte oder nicht. Achso, ja, stimmt, ich muss mich erstmal vertraut machen. Oh, Alter.
Wie? Ja, ihr seht, das ist ein Ego-Shooter-Spiel. Und eine ganz alte Grafikstil. Hallo, wieso schießt du? Hab ich gerade Schaden bekommen? Okay, es ist erstmal gewöhnungsbedürftig, weil ich nur mit links, also mit der G-Taste links und rechts gehen kann. Und mich auch hier so rumschauen kann. Es sei denn, ich drücke L2, dann bleibe ich nur stehen und gucke herum. Wir wissen aber, wann ein Feind kommt. Ich finde es sehr interessant, dass die Leichen liegen bleiben. Eine Taschenlampe wäre eigentlich auch nice. So, ich habe schon 7% Lebenspunkte verloren. Okay, aber mit Kreuz meinen sie mit Aktion, dass es schießen kann. Aber ich habe nur eine Waffe. Aha, lustig. Mann, Alter, das ist ein bisschen ätzend, wenn man nur gehen möchte und dass er sich noch automatisch mitbewegt. Schade, dass er nicht hoch und runter gucken kann. Das geht aber jetzt kaputt! Die Musik erinnert mich ein bisschen an... Na sagt schon, hier gehe ich nur wieder zurück. Bisschen an Terraria. Aber von was wurde ich denn jetzt verletzt? Von denen? Okay, ich darf die Leichen auch nicht berühren, warum auch immer. Aber wie das sich auch anklingt, Alter. Wie so ein Kind, das gerade verletzt wird oder sonst irgendwas. Dein Ernst? Wo geht es jetzt weiter? Okay, mit Kreis mache ich irgendwelche Aktionen. Hey! Hallo? Ich wurde infiziert. Diese verdammten Facehager. Boah. Der ist auch ein bisschen zu schnell beim Laufen, kann es sein? Geh doch mal auf! Das klingt ein bisschen als. Es klingt ein bisschen so, als hätte er Hackenschuhe an. Ist es so. Alter. Ist das dein Ernst? Hä, was. Was? Eine Schrottflinte. Das Geräusch. Oh.
Ist diesmal kein Facehager, sondern direkt ein Cinemorph. Aber... wie das aussieht einfach. Krasser Unfall! Kann man irgendwie speichern? So nebenbei bemerkt, Schulterlampe nicht verfügbar. Okay, es gibt's doch noch eine Taschenlampe, aber später. Flammenwerfer ist auch schön. Impulsgewehr sieht auch nice aus. Smart Gun auch. Batterien für was? Was meinen Sie jetzt? Ich kapiere den zweiten Satz da nicht. Aber ich möchte wissen, ob man irgendwo speichern kann. Also Select ist nichts. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh, man sieht hier gar nichts. Aber da liegt irgendwas. Und zwar ein Magazin. Wo bin ich? Bin ich hier richtig? Aua! Ich weiß nicht, mache ich eigentlich so Schaden oder nicht? Oh, ich sehe nichts! Arzneimittel, das ist schön. Hinter mir ist einer. Und ich laufe noch da rein. Bin ich jetzt ernsthaft im Kreis gelaufen oder was? Es wäre mal schön, wenn ich jetzt meine Taschenlampe hätte. Hast du? Bin ich jetzt. Hä? Gut, dass diese Waffen wieder aufgefüllt wurden. Sag mal. Wem spiele ich überhaupt so nebenbei bemerkt? Mann, lauf doch, du Affe! Mann. Es ist ein bisschen belastend. Und wieso hat er die Waffe weggemacht? Wenn ich da noch Munition habe? Ich verstehe das nicht. Nämlich hatte mich schon gewundert, so schnell kann doch niemals die Waffe leer sein. Oh ey. Jetzt schieß doch mal auf den scheiß Facehager! Das war ein schöner Schuss.
Meine Güte! Oh! Batterie notwendig? Ist das dein fucking Ernst, Alter? Du wirst mal mir eine Taschenlampe geben. Damit ich ein bisschen eine Chance habe, was zu erkennen. Da liegt was. Toll. Okay, da gehe ich nun wieder zurück. Ich sehe gar nichts. Ich bin schon bei 18 Minuten, ich möchte schon längst speichern. Eine Heilung ist schön und gut, aber ich möchte gerne Batterien haben. Oder mindestens eine. Und ich möchte unbedingt Licht haben. Das ist ja echt der reinste Irrgarten. Gern! War schon hier? Willst du nur gerne wissen, ob ich jetzt zurückgehe oder nicht? Ich habe gerade geschossen, weil ich gucken wollte, ob da jetzt wirklich ein Weg ist oder nicht. Hier sind auch wieder Leichen.
Was ist mit dieser Tür hier überhaupt? Wieso geht sie hier nicht auf? Und wo finde ich jetzt so eine blöde Batterie? Wenigstens ist das Überlaufen von den Aliens, also wenn sie mir Schaden machen, nur sehr gering. Sag mal. Aber ich verstehe nicht, warum kriegt er eigentlich Schaden? Wenn er hier rüberläuft, der hat doch Schuhe an. Oder läuft der barfuß und seine Füße klingen wie Hackerschuhe. Warum ist der eigentlich hier das W von Wario? Jetzt laufe ich nach dem Kreis. Liegt hier vielleicht noch irgendwas? Boah, ey. Ach, eine Karte gibt es doch. Ja, ist mir nicht aufgefallen. Automap. Okay. Da ich jetzt weiß, dass es doch eine Karte gibt, mir ist sie vorhin wirklich nicht aufgefallen. Gut. Ups. Hallo. Dieser Raum ist aber noch zu. Hä? Was ich sehr merkwürdig finde, ich hab doch... Muss ich vielleicht doch so nah wie möglich da rangehen? Oh, jetzt kommt noch Facehager. Noch mehr? Boah, Mann, die blöde Steuerung! Bleib nicht hängen! Ach komm, jetzt hab dich nicht so. Es ist doch nur... Ich glaube, das war gerade für euch zu laut. Oh, ey. Kriegt man nochmal so kurz eine Ruhe?
ich komm da nicht weg, ey. Ich hasse es. Also, nichts gegen dieses Spiel, aber die Steuerung ist echt ein bisschen ein Arsch. Dass ich manchmal unnötig irgendwo hängen bleibe, ist auch lame. Das muss ich jetzt hier mal wirklich kritisieren. Für ein PlayStation 1 Spiel hatte schon eine gruselige Atmosphäre. Heutzutage jetzt zwar nicht mehr, aber dennoch, es ist schon ein bisschen belastend. Bleib nicht hängen, Junge. Das ist ein Mann! Boah, der macht mich hier gerade aggressiv. Oh, Junge, dann lauf doch ganz normal. Einfach nur normal laufen. Komm jetzt her, du hässliches Vieh. Dieses Vieh geht mir richtig auf die Nerven. Boah. Geheimnisse? Was? Ich kapier das jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ich denke mal, irgendwo hat noch ein Alien überlebt. Also, dass ich ungefähr 85% der Aliens getötet habe. Habe alle Geheimnisse gefunden. Und Mission verstehe ich auch nicht ganz genau. Warum nur 29%? Liegt es vielleicht daran, weil ich ein Fass zerstört habe? Also einmal die Fässer? Liegt es vielleicht daran? Was? Was heißt jetzt was? Hat das jetzt nun gespeichert oder nicht? Heißt B-formatiert. Was heißt das? Dass sie jetzt nicht lesen kann? Ich weiß, dass bis in meine PlayStation 2 die Macken hat. Alter, ich bin schon bei einer halben Stunde. Ich gehe mal davon aus, das wurde jetzt gespeichert. Dann bedanke ich mich, dass du zugesehen hast. Es ist schon ein bisschen traurig, dass es jetzt bei einer halben Stunde ist, aber naja. Man muss erstmal reinkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.